Leider tappe ich mich immer wieder, dass mir das Drama fehlt. Here we go. Ja, hallo Freunde der Nacht, Christian Schmeier, Paterapop, Beziehungscoach, Jungsilore, diesmal Videoblog. Und ja, heute sprechen wir mal über das Thema, wie räumst du deine nach deiner toxischen Ehe auf und warum hat man danach oft Bindungsangst? Und wollte mal hinweisen, dass wir in Köln jetzt so ein Eintages-Liebeship-Booster anbieten, so ein Impulsseminar, hat sich so, die mal da waren, so als sehr hilfreich erwiesen. Ich packe sie auch nochmal drunter, findet ihr auch auf meiner Website unter Kursen relativ weit oder Veranstaltungen relativ weit oben. Und genau, und wollte mal hinweisen auf die Liebeship Party in München, die ist ja auch schon in 3 Wochen. 14.06. findet ihr unter, auch unter Veranstaltungen und oder auch auf Event die Tickets direkt. Gut, gehen wir mal rein. Kannst auch solche Fragen stellen wollen. Formulitschkilatschkola auf liebeship.de. Und ja, die Zuschauerin schreibt, lieber Hemschi, erstmal Dank für deine wertvolle, hilfreiche Arbeit. Sie hat mir die letzten 2 Jahre enorm geholfen. Durch meinen Bruder kam ich vor 2 Jahren auf deinen YouTube-Kanal. Ja, es hilft mir auch immer sehr, wenn ihr, also erstmal abonniert doch mal jetzt gerade, draufdrücken, weil immer noch gucken so 50% ohne Abo. Und das ist ja für uns YouTuber immer ganz wichtig, dass du auch mal die Abos gut aussehen, also einfach mal draufklicken, wenn du auch immer benachrichtigt werden willst, wenn ich mal ein Live habe, nur auf die Glocke. Und aber ich freue mich auch sehr, wenn ihr die Videos weiterleitet natürlich. Ne? Durftet ihr auch schon live erleben, ich bin Anfang 40, weiblich gelesen und lasse meinen russischen Namen aus. In meinem Kopf geht es runter und drüber. Vor 5 Jahren ließ ich mich von meinem Ex-Mann scheiden. Ich wusste damals noch nicht von toxischen Beziehungen und dergleichen. Da ich in meiner Ehe buchstäblich fast drauf ging, machte ich nach der Scheidung eine Therapie. Mir wurde bewusst, welche Rollen mein Ex-Mann und ich in der Ehe spielten. Da war alles dabei von Lovebombing, Kritik, Respektlosigkeit, Gaslighting. Ich konnte mich einfach nicht trennen. Grund dafür waren vor allem unsere beiden Kinder. Ein Kind ist nicht mein leibliches. Ich zog sie praktisch auf. Wir bekamen sie sehr früh. Sie wurde ihrer Mutter weggenommen. Heute ist sie jugendlich und nach wie vor viel mit mir und meiner leiblichen Tochter in Kontakt. Durch die Trennung konnte ich sie nicht mitnehmen. Mein Ex-Mann behandelte sie jetzt so, wie er mich immer behandelt hat. Mittlerweile ist sie zu mir geflüchtet und auch die eingeschalteten Sozialarbeiter lassen sich durch ihn manipulieren. Scheiß Situation, ja. Meine leibliche Tochter, auch jugendlich, möchte ebenso keinen Kontakt mehr. Wie kann ich in so einem Fall Abstand von meinem Ex-Mann bekommen? Naja, das ist immer wieder überlege, ob ich ja auch mal einen Kurs zu machen, aber weil das ist immer so schwierig mit Kindern, weil das immer so speziell ist, bin ich da mal wieder davon abgekommen. Aber wenn euch das interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, es kommt immer so auf den Einzelfall an, ne? Und es gibt ja auch viele rechtliche Fragen, die kann ich ja, also kann ich auch nur anreißen mit meinem Laienwissen oder so. Aber zum Beispiel, deine Tochter, wenn die über 14 ist, die muss ja gar nicht mehr zum Vater, wenn die keine Lust mehr hat zum Vater, soweit ich weiß, ab 14, wird sie da keiner zu zwingen können. Also das wäre das schon mal erledigt eigentlich. Und das andere Kind, ja, es ist nicht dein Kind und du kannst, also es ist immer wichtig, glaube ich, ganz ruhig darzustellen, den Stellen, die da involviert sind, wie deine Sicht der Dinge ist. Also das, ich sage immer wieder, also ein bisschen ist das adressiert übrigens in meinem Notfallkurs, der ist dann noch verfügbar, glaube ich, da immer mal wieder, also ganz nüchtern, ohne Emotionen, das ist so wichtig, ne, wenn du da vor dieser Sozialarbeiterin oder vom Gericht oder ich weiß nicht was, wenn du da so völlig aufgeregt bist und du hast das gemacht und das ist Narzisstin, das wird nichts bringen, ne? Aber so ganz ruhig sagen, so und so ist das, das sind die Fakten, das sind hier meine Notizen, das hat das Kind mir gesagt, darum ist es bei mir immer wieder. Und also gar nicht so, wie soll ich mal sagen, gar nicht so Energie haben von so retten und überzeugen wollen, sondern einfach nur Fakten, 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 Fakten. Hilft am besten, aber manchmal guckt man auch zu, ja, man erkennt, glaube ich, auch Kinder und Jugendliche, Therapeuten und was weiß ich. Die Kinder sind in Behandlung und man sieht zu, wie die Eltern nur Scheiße bauen und oder ein Elternteil. Ist wirklich ein Rabbit Hole, was wir hier nicht, glaube ich, nicht ganz durchlaufen können. Aber sicherlich
einfach, ich würde schon sagen, eigene Gedanken machen und ich würde jetzt auch sagen, klar kann man sich da Hilfe holen, aber vielleicht durchschauen es auch andere auch wieder nicht so richtig. Ganz schwierig, ne? Wie kann ich in so einem Fall Abstand bekommen? Ja, kein Kontakt, so wenig, meine, warum über die über 14-jährige Tochter müsste, glaube ich, keinen Kontakt mehr haben. Die andere ist ja auch auch bald erwachsen und ja, vielleicht kann die selber einen Kontakt haben. Und Rest, irgendwas mit Scheidung kann man ja auch anders regeln. Warum Kontakt? Also ich sage mal, so wenig Kontakt wie nur irgend geht in solchen Konstellationen. Oder lieber ein E-Mail oder über eine dritte Person oder Kontakt nehmen. Also das wäre alles besser, ne? So wenig Kontakt wie nur geht, ne? Er kontaktiert täglich mit Nachrichten, wo er unsere Kinder bestimmt. Warum ist das möglich? Warum blockst du ihn nicht, ne? Alles blocken. Soll er dir einen Brief schreiben? Kannst du einmal aufreißen, Mülltonne schmeißen. Also mach halt sozusagen maximal einen Kommunikationskanal offen. Das sollte nicht WhatsApp sein oder Handy, sondern irgendwas Langsames, ne? E-Mail oder Brief oder ansonsten alles blocken, ne? Wofür? Warum? Warum soll, warum? So, ja, mich triggert das alles sehr. Ja, das verstehe ich natürlich total. Also such dir auch einfach so viel Unterstützung, wie es geht vor Ort, ne? Nebenbei finde ich mich seit fast 2 Jahren in einer echten, stabilen, sicheren Beziehung. Konnte man jetzt erdenken, ist alles gut, aber der Dating-Prozess verlief genauso wie in deinem Dating-Kurs. Er macht die Dates, meldet sich regelmäßig, aber nicht zu viel. Kein Love-Bombing, kein Future-Faking, Konstanz und das Daten ging voran. Leider tappe ich mich immer wieder, dass mir das Drama fehlt. Here we go. Ich Fehler suche, wo eigentlich keine sind. Die typisch passiven Bindungsängstler-Symptome. Das sind auch schon Modul 9 gemacht. Wie lange vermisst man dieses Drama? Also das ist jetzt leider die zweite Hälfte des Weges, wo man gar nicht denken könnte, dass sie überhaupt kommt. Aber sie kommt. Die eine Hälfte ist, sich rauszuhalten aus Toxic. Die andere Hälfte ist, nicht toxisch aushalten zu lernen. Also das konnten sich viele mal gar nicht vorstellen, die das noch nicht erlebt haben, das Problem. Aber ich denke, da können viele zu relaten. Habe ich heute auch so einen TikTok zugemacht. Das ist, viele gehen allein deswegen immer wieder in toxische Beziehungen, weil sie es einfach nicht schaffen, diese Abwesenheit von Drama. Das sind natürlich auch bestimmte Prägungen. Wenn man schon so eine Drama-Kindheit hatte, dann gewöhnt sich das Gehirn daran und aber letzten Endes, es gibt schon Ratschläge, also zum Beispiel, also Action-Sportarten, das Drama woanders suchen, also zum Beispiel im sportlichen Bereich so, oder so ein bisschen auf die Zeit setzen, ne, weil, also natürlich gewöhnt man sich dann doch irgendwann dran und sich immer wieder klar machen, was ist denn die Alternative, wieder zurück in solche Chaosbeziehungen zu gehen, aber das ist schon guter Schritt, dass man an dem Punkt ist, dass man das sieht. Weil viele sehen das gar nicht und daten einfach, gehen aus sicheren Beziehungen raus oder stecken die Typen in die Friendzone und daten die einfach gar nicht und wundern sich immer, dass die nur Kackbeziehungen haben. Aber das kann schon dauern. Also da reden wir unter Umständen über ein oder andere Jahr, ne? Muss man sich da so richtig dran gewöhnen, ne? Weil du hast ja ein Leben von Drama hinter dir, ne? Halt uns auf dem Laufenden. Mach die fucking Kurse. Wir sehen uns auf der Party oder in Köln auf dem Liebeschiff-Seminar und vor allen Dingen sehen wir uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.